Ja, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich freue mich riesig. Ich habe einen tollen Gast hier heute bei mir in der Sendung. Wir werden über Energieökonomie etwas sprechen. Und das ist eine Herzensangelegenheit hier bei mir auf dem Kanal. Und das ist auch eine Herzensangelegenheit für meinen Gast. Ich habe heute Claudia Kempfert hier und ich darf hier mal aus ihrem Buch zitieren oder beziehungsweise vorlesen, wer sie eigentlich sind. Sie sind die bekannteste deutsche Wissenschaftlerin für Energie- und Klimaökonomie. Sie leiten die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sie sind Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit. Also unglaublich eigentlich, wen ich hier sozusagen auf meinem kleinen YouTube-Kanal habe. Und das ist ja genau mein Thema und auch dann Ihr Thema. Die Nachhaltigkeit ist ein bisschen zu wenig in der Wirtschaft im Moment für meinen Dafürhalten. Viele sagen, die erneuerbaren Energien sind eigentlich viel zu teuer. Und das lohnt sich alles nicht. Und Sie haben jetzt mal wissenschaftlich auch das erforscht, dass dem nicht so ist und dass die erneuerbaren Energien eigentlich eine ganz gute Geschichte werden. Warum glauben denn die Leute immer noch, dass die erneuerbaren Energien keine Alternative für unser Energiesystem im Moment sind? Also woran kann das liegen? Ja, erstmal hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Es ist ein spannendes Format, interessante Diskussion. So diese ganze Ausbremsen der Energiewende oder erneuerbare Energien sind Preistreiber oder das Energiesystem kann man nicht ändern. Es drohen dann Blackouts und so. Das sind diese üblichen Mythen, die ich mal vor über 8 Jahren mittlerweile auch in einem Buch zusammengefasst habe, das fossile Imperium schlägt zurück, die ganzen Mythen aufgeschrieben habe in zig Kapiteln, was einen heute immer noch begegnet. Also da sind interessierte Lobbykräfte am Werk, die auch ein Interesse daran haben, dass die Geschäftsmodelle so lang wie möglich aufrechterhalten bleiben. Und das zieht sich dann in allen Diskussionen durch und in öffentlichen Diskussionen oder auch gerade bei der Bevölkerung kommt das eben so an. Und das ist auch das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich ein bisschen über Ihr neues Buch. Sie haben ein neues Buch geschrieben, was ich auch gelesen habe, Mondays for Future. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie Sie auf diesen Namen gekommen sind. Ja, Mondays for Future ist ja so ein positiver Ausblick, nachdem ich mich auch sehr viele Jahre eben mit den Mythen und den ganzen Geschichten, um die Energiewende aufzuhalten, beschäftigt habe, geht es hier um Mut machen. Es geht einerseits um Information, aber es geht auch darum, den Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, was man alles verändern kann. Und Mondays for Future, der Titel, ist deshalb gewählt. Also freitags demonstrieren, samstags diskutieren, sonntags werden noch Sonntagsreden gehalten und am Montag müssen wir die Arbeit aufnehmen. Und so ist das Buch auch konzipiert, als einerseits als Informationsgrundlage, um Fakten auch zu vermitteln, wissenschaftliche Fakten, und dann dafür zu werben, dass jeder, egal wo, ob im Unternehmen, im Verein, in der Schule, Ideen entwickeln kann, auch flexibel entwickeln kann, in dem jeweiligen Umfeld und dann auch, ich wähle da auch Analogien auch zur Unternehmenskultur, also mittels Flexibilität, ein runder Tisch, dass man gemeinschaftlich Ideen entwickelt und dann auch umsetzt. Also mir geht es darum, an dem Montag, wir müssen endlich mehr ins Handeln kommen. Es sind Lösungen gefordert und jeder kann Teil sein, ob im Unternehmen oder im Verein oder egal wo. Und da biete ich jetzt sehr viele Möglichkeiten an, aber jeder kann sich da was raussuchen oder auch selber Ideen entwickeln. Ja, das finde ich so toll. Sie haben, glaube ich, hier 100, über 100 Fragen haben Sie hier reingeschrieben und haben dann immer ganz kurz und prägnant solche Antworten geliefert. Und ich habe auch ganz viel gelernt, als ich dieses Buch gelesen habe. Das war unglaublich cool. Also, und dann geben Sie am Ende auch nochmal so eine Empfehlung, was man eigentlich tun kann. Also, wenn man jetzt wirklich mal ins Handeln kommen möchte, ne? So 50 Ratschläge. Also, unglaublich spannend. Das ist ja, Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben, das ist jetzt Ihr neuestes sozusagen. Die anderen muss ich dann auch noch lesen, wahrscheinlich, weil da bin ich jetzt schon neugierig drauf geworden, nachdem ich das hier gelesen habe. Ich habe jetzt noch mal so ein paar Sachen, mit denen Sie sich wahrscheinlich auch oft beschäftigen, also so ein paar Fragen, die immer so kommen von Leuten auch bei mir auf dem Kanal, die dann sagen, die glauben mir dann nicht, dass sich Solaranlagen rechnen, dass das überhaupt sinnvoll ist, überhaupt irgendwas mit Solar zu machen und dass die in erneuerbaren Energien eigentlich unglaublich teuer sind. Und diese Vorteile, die kriegt man auch ganz, ganz schlecht
raus. Aber können Sie da irgendwie sagen, warum das so ist oder wer dahinter steckt, dass so eine Wahrnehmung entstanden ist über die letzten Jahre? Weil das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Genau, deswegen hatte ich auch schon das Buch von vor über 10 Jahren erwähnt, also wo wir wirklich eine Kampagne haben, die vor ungefähr 10, 12 Jahren gestartet ist und ich auch gemerkt habe, da kommt eine Riesenlawine an öffentlichem PR, aggressivem Verhalten, was eben diese Mythen verbreitet. Erneuerbare Energien sind zu teuer, die gehen nicht, sind technisch nicht machbar, es drohen Blackouts und das begleitet uns immer noch. Und solche PR-Kampagnen, die sind ja nicht sofort weg. Sondern die sind eben sehr gut gemacht und auch sehr perfide und haben zum Ziel, dass sich das manifestiert. Im aktuellen Buch werbe ich ja eben für viele Lösungen und auch für Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann und liefere da auch Fakten. Und die sind sehr eindeutig. Die erneuerbaren Energien werden ja immer preiswerter, sie rechnen sich auch. Aber die Rahmenbedingungen werden sehr stark verschlechtert, wo dann künstlich auch Umlagen und Abgaben eingeführt werden, sodass man dann auch bei der Solarenergie eher Nachteile oder Marktbarrieren hat, die abgeschafft werden müssen. Also die sogenannte Tomatensteuer, also man züchtet auf dem Balkon eigene Tomaten und muss darauf dann noch eine Steuer bezahlen, wenn man sie selber essen will. Oder noch viel besser, man muss sie zum Wochenmarkt tragen, wo ihnen jemand diese Tomaten abkauft und dann können sie die teuer zurückkaufen. Also all solche wilden Geschichten sind da politisch einfach in der Mache. Und das alles verteuert dann auch oder behindert die Energiewende, verteuert auch die erneuerbaren Energien und das ist politisch gewollt. Und das ist etwas, was wir aktuell immer wieder sehen oder was uns auch begleitet. Aber das ist so diese Kampagne, die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Ich würde sagen, wir sind mittlerweile auch in der Diskussion etwas weiter. Also zumindest sind da jetzt die großen Felder abgeräumt, der Atomausstieg und auch der Kohleausstieg, der kommt. Und jetzt brauchen wir halt den Umstieg hin zu erneuerbaren Energien, hin auch zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Und das dauert enorm lange. Und da sind wir noch lange nicht so weit. Und da kommen auch immer wieder Stolpersteine, und da kommen auch immer wieder die üblichen Reaktionen, dass man das versucht auszubremsen oder nicht so umzusetzen. Und dann werden wieder Mythen gestreut. Dann glaubt man irgendwie neue fossile Infrastrukturen auszubauen, was aber den Klimazielen widerspricht. Sprich, wir brauchen ja einen deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien und das muss jetzt auch vorangehen. Dann heißt das, was würden Sie dann zu so einem Projekt wie Nord Stream 2 sagen? Also das würde ja auch dem komplett widersprechen eigentlich. Ja, also die gesamte Gasinfrastruktur erforschen wir schon seit über 15 Jahren und haben auch schon in der Vergangenheit auch bei Nord Stream 2 eher abgeraten, die zu bauen. Und das gilt genauso für Nord Stream oder bei Nord Stream 1 schon abgeraten. Und das gilt genauso bei Nord Stream 2. Wir brauchen diese Pipeline nicht. Sie widerspricht den Klimazielen und auch den Energiewendezielen. Das können wir forschungsseitig sehr genau nachweisen. Und Sie haben gesagt, dass es sehr teuer ist, auf fossilen zu bleiben. Kann man da eine Zahl nennen, wie teuer das eigentlich tatsächlich ist, wenn man dieses System einfach weiterlaufen lässt? Ich habe jetzt hier 57 Milliarden gibt es allein an Subventionen für fossile Energien. Ja, also das ist, fand ich schon eine unfassbar große Zahl. Also irgendwie Atom sind schon 11 Milliarden. Das sind Zahlen, die stehen alle hier in Ihrem Buch drin. Und ich dachte mir so, Wahnsinn. Und dann beschweren sich die Leute über 3 Milliarden bei Elektroautos oder 200 Millionen für Wallboxen, was ja Peanuts ist im Grunde. Also. Ja, also das sind immer die Kosten, die so heimlich bezahlt werden und deswegen kriegt sie keiner so richtig mit und es spricht auch keiner wirklich aus und Subventionen laufen über den Staatshaushalt, das kriegt keiner so richtig mit und man wundert sich dann eben, warum dieses fossile atomare System so lange funktioniert und warum man auch versucht, eben diese Geschäftsmodelle so lange aufrechtzuerhalten. Und das ist nicht nachhaltig. Und die Frage nach den Kosten hängt dann immer davon ab, was rechnet man da jetzt hinein? Die Subvention ist das eine, aber auch die Kosten der unterlassenen Energiewende. Also wenn wir möglichst lange die Energiewende aufhalten, verursacht das ja auch wieder Kosten, Marktbarrieren und Transformationsbarrieren. Auch das ist teuer. Und eben auch die Klimaschäden und Umweltschäden, die man auch einpreisen müsste. Da gibt es jetzt viele Unsicherheiten in der Bewertung, aber man kann deutlich sagen, ein fossil-atomares Energiesystem ist teuer.
auf erneuerbare Energien, Energiesystem basierendes Energiesystem ist deutlich preiswerter und senkt die Energiesystemkosten massiv. Und diese Rechnung kann man sehr leicht aufmachen. Wie viele Jobs würden überhaupt entstehen, wenn wir jetzt komplett auf erneuerbare Energien setzen würden? Also, weil das Wirtschaftswachstum würde schon, glaube ich, auch angekurbelt werden, oder? Ja, also Klimaschutz und Energiewende verursachen enorme wirtschaftliche Möglichkeiten, Chancen, die auch zu zusätzlichen Jobs führen. Wir haben ja allein in den Bereich der erneuerbaren Energien auch schon in der Vergangenheit über 400.000 Beschäftigte, neue Beschäftigte gehabt. Die hat man jetzt leider durch diese Marktbarrieren, auch die Hemmnisse wieder in sich zusammenfallen lassen. Also wir haben ja viele Jobs auch schon wieder verloren. Da muss man nach Möglichkeit gegensteuern. Und es kommt jetzt darauf an, wie man die restlichen Wirtschaftschancen bemisst und in welcher Größenordnung man dort etwas annimmt. Also gerade vor dem Hintergrund beispielsweise auch der Digitalisierung. Also Digitalisierung auch im Bereich der Energiewende, Digitalisierung auch im Bereich der Verkehrswende mit Smart Mobility und die ganzen Lösungen, die damit einhergehen, wissen wir, dass da auch wieder neue Jobs entstehen. Und in der Summe entstehen da deutlich mehr neue Jobs als verloren gehen, und das ist volkswirtschaftlich auf jeden Fall lohnend. Also auch für die Bürger dann eigentlich eine höhere, also ein größerer Nutzen, eine höhere Wertschöpfung bleibt dann im Land, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Wertschöpfung bleibt im Land, für die Volkswirtschaft insgesamt ist es gut, aber auch für die Bürger selber ist es besser, oder? Also ja, das kommt noch hinzu, dass wir ja auch eine heimische Energieversorgung stärken. Es stärkt die Resilienz, es schafft volkswirtschaftliche Vorteile, es macht auch unabhängiger eben von Schocks, wie wir es ja jetzt auch in der Corona-Krise sehen. Und vor allen Dingen auch, wir müssen weniger fossile Energien importieren, weniger Risiken durch die Atomenergie und eben auch die ganzen Importe, auch die man für andere Bereiche benötigt, die teuer sind. Und wenn wir jetzt umstellen eben auf eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, schafft das regionale Wertschöpfung, Arbeitsplätze, es schafft auch Resilienz, es stärkt die Volkswirtschaft insgesamt und auch die Versorgungssicherheit. Nur das Energiesystem verändert sich dann komplett. Es ist kleinteiliger, es ist dezentraler. Prosumer nehmen beispielsweise zu, also auch Gebäude, Quartiere, die selber Energie herstellen und dann auch gleichzeitig verbrauchen. Wir brauchen da mehr Speicherlösungen, Digitalisierung, also eine effiziente Kopplung auch von Angebot und Nachfrage, Smart Mobility, Digital Solutions im weitesten Sinne, also Mobility as a Service, weniger das eigene Fahrzeug, was man selber besitzt und selbst fährt, sondern mehr die Mobilitätsdienstleistungen, die dann in den Vordergrund kommen. Also wenn man wirklich die Energiewende durchdekliniert in alle Bereiche, hat man eine Energieversorgung, die sehr viel effizienter ist, die sehr viel smarter ist, die digitaler ist und die auch versorgungssicher ist. Das ist ja der nächste Mythos, der dort immer kommt, dass man sagt, erneuerbare Energien sind ja nicht immer da, und die ganzen Behauptungen, die dort aufgestellt werden, kann man in allen Studien nachlesen, stimmen so nicht, denn eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien ist technisch machbar, ökonomisch sinnvoll und schafft eben auch jede Menge Chancen. Und dafür braucht man einen politischen Willen, der derzeit fehlt. Und da muss man deutlich ran und auch Veränderungen voranbringen, damit wir auch tatsächlich diese Vollversorgung mit erneuerbaren Energien hinbekommen. Aber man kann eben nicht aus dieser alten Denke heraus der Energiewirtschaft mit Großkraftwerken, die zentral aufgestellt sind, Strom liefern an den Verbraucher, der sich nicht wehrt, der passiv ist und nur nutzt. Davon muss man sich verabschieden, hin eben zu kleinteiligeren, intelligenten, dezentralen Lösungen. Und da muss man die Rahmenbedingungen schaffen. Und da hakt es im Moment komplett, dass man tatsächlich diesen politischen Prozess sehr stark auffällt und eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien leider etwas behindert. Ja, am 8.1. gab es ja auch so eine Schwankung im Stromnetz. Da wurde dann auch propagiert, die Erneuerbaren seien schuld. Ich habe da jetzt mal recherchiert. Es gab weder viel Sonne noch viel Wind und in Kroatien da unten schon gar nicht. Also trotzdem haben dann die Erneuerbaren wieder erstmal herhalten müssen. Ein paar Medien sind sogar darauf aufgesprungen. Und auf mich wirkt das manchmal so ein bisschen wie, dass man sich dann sowas rausgreift, einfach nur um es zu nehmen, um so Unsicherheit zu schüren. Weil Sie sagten das ja gerade, es wird ja eigentlich sicherer, wenn ich dezentrale Systeme habe,
können alle kleinen Systeme ineinander greifen. Und eigentlich ist das das sicherste Energienetz überhaupt, wenn man es dezentral und erneuerbar machen würde, wenn ich das genau. richtig verstehe. Ja, die Versorgungssicherheit steigt. Man muss eben nur auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass dies möglich wird. Intelligente Verteilnetze, Smart Grids, mehr Speicher auch in der Zukunft, alles dezentral, stärkt die Versorgungssicherheit. Aber nochmal, diese Mythen, warum die erneuerbaren Energien immer Sündenbock sind, ich will jetzt nicht mal auf die alten Bücher zu sprechen kommen, aber die weise ich da sehr stark nach. Ein ganzes Kapitel benennt sich so, erneuerbare Energien sind Sündenbock. Das wird von interessierter Seite im Moment geschürt. Diese PR-Kampagnen sind immer wieder da und da geht es immer ganz schnell. Erneuerbare Energien sind grundsätzlich Sündenbock. Sie sind halt neu im System, sie schaffen mehr Flexibilität, sie schaffen mehr Dezentralität, aber ihnen wird alles Mögliche angehängt und diese alten Mythen, die ziehen sich eben auch ins neue System jetzt oder in den neuen Diskussionen durch. Auch aktuell in Texas, wenn dort aufgrund von eingefrorenen Gasleitungen dann auch behauptet wird, es sind jetzt die Windanlagen, die dort eben zu dem großflächigen Energieausfall geführt haben, ist das immer zu kurz gesprungen. Also die Energieversorgung, auch eine konventionelle, auch atomar oder fossil, ist von Wetterschwankungen abhängig. Auch hier gab es schon zulande sehr starke Schneefälle, wo dann auch Stromleitungen in sich zusammengebrochen sind. Oder auch im Sommer, wenn extreme Hitze vorherrscht, dass Atomkraftwerke runtergefahren werden müssen, weil das Kühlwasser fehlt. Also es ist immer auch eine Anforderung ans Energiesystem. Aber dieser Reflex, dass man sofort sagt, erneuerbare Energien sind an allem schuld, der kommt aufgrund dieser PR-Kampagnen, die dort gefahren wurden, um erneuerbare Energien grundsätzlich schlecht zu machen, als Luxusgut darzustellen, als unsicher darzustellen, als Blackout, eben diese ganzen Mythen, die dort immer wieder begleitet werden. Aber man muss die Fakten dort gegenhalten. Und das ist meine Aufgabe oder auch unsere Aufgabe als Wissenschaftler durch eben die ganzen Veröffentlichungen, die wir haben, Publikationen, wissenschaftliche Fachveröffentlichungen, die ich jetzt persönlich übersetze, eben durch die ganzen Bücher, Fossile Imperium schlägt zurück, Kampf um Strom und eben jetzt Mondays for Future für lösungsorientierte Handlung, dass man das darüber hinweg muss, weil jetzt mittlerweile sind wir in einer Phase, wo wir nicht mehr über Ausstiege sprechen, sondern über Einstiege. Und die Energiesystemwende muss jetzt in dieser Phase auch als Energiesystemwende betrachtet werden, auch als politisches Projekt, um eben diese Vollversorgung auch von den Rahmenbedingungen her hinzubekommen und sich da jetzt nicht verzetteln eben mit diesen Mythendiskussionen und den Blackout-Diskussionen, sondern wirklich lösungsorientiert. Ja. Das wäre auch mein Wunsch jetzt in der Diskussion, dass wir wegkommen von den Mythen, die anderen wollen, dass wir sie permanent wiederholen und darauf eben uns rechtfertigen, sondern umgekehrt den Spieß doch mal umdrehen und die Gegenseite bitten zu belegen, dass die Versorgungssicherheit automatisch hoch ist in einem konventionellen System, was de facto auch nicht stimmt, und zu belegen, warum ein konventionell atomares System Energiesystemkosten senkt. Das Gegenteil ist richtig, das können wir belegen, auch wissenschaftlich zeigen, und darüber würde ich gerne reden, auch mit allen anderen, wie man diesen Wandel jetzt hinbekommt, weil wir haben keine Zeit mehr. Die rückwärtsgewandten Diskussionen habe ich auch persönlich in den letzten 15 Jahren immer begleitet. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Wir müssen jetzt wirklich nach vorne gucken. Wir brauchen eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien so schnell wie möglich. Selbst die Industrie fordert das ein. Alle fordern es mittlerweile ein. Und jetzt müssen die politischen Rahmenbedingungen kommen, damit wir eben genau das verhindern, dass wir ein nicht funktionierendes Energiesystem haben, sondern was funktioniert. Dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Erstens, der Ausbau der erneuerbaren Energien muss sehr viel schneller gehen. Die Ausbauraten müssen mindestens verdoppelt werden. Zweitens, die dezentralen Verteilnetze in den Blick nehmen, die es so auch digitalisiert in dem Rahmen angepasst werden müssen, damit diese intelligente Energie- und Lastmanagement funktionieren kann. Drittens, Verkehrswende. Wir brauchen dringend eine Verkehrswende, die eine Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung als Kopplung mit den Ökoenergien voranbringt. Das heißt, der Ökostrom möglichst effizient nutzen, überall da, wo es geht. In der Elektromobilität, auf der Straße, auf der Schiene. Und dann auch da, wo es nicht
nicht anders geht, dass man zum Beispiel aus Ökostrom auch Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe herstellt, zum Beispiel für den Schiffsverkehr, für den Flugverkehr oder auch für den Schwerlastverkehr gerade auf den Autobahnen. Aber auch da braucht man Überleitungs-LKWs, also mehr auf den Autobahnen, auch dort die Elektromobilität weiter ausbauen. Viertens auch die Gebäudeenergie. Auch da brauchen wir endlich mehr höhere Raten der energetischen Gebäudesanierung. Solarenergie auf allen Dächern, nicht nur auf den Privathaushalten, sondern auch auf Gewerbegebieten, überall dort in Kombination mit Speichern, löst das eben auch viele Probleme. Der letzte Punkt wäre jetzt noch die Landwirtschaftswende, aber auch die Agrarwende, die gehört zur Lösung auch dazu. Aber diese Dinge müssen so schnell wie möglich angegangen werden, weil sonst schaffen wir diesen Weg nicht. Okay. Also das war nämlich so, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wenn Sie jetzt in Charge wären, also Sie könnten jetzt alleine bestimmen, ja, Sie wären die Königin von Deutschland sozusagen, was wäre so sozusagen diese ersten Punkte, die Sie alle so angehen, aber die haben Sie jetzt gerade im Grunde alle genannt und wahrscheinlich haben Sie auch für jeden Punkt dann einen ganz speziell die richtigen Vorgaben und die Gesetze gibt es teilweise ja auch schon, gibt es ja auch schon geschrieben, was man alles machen und ändern könnte. Also im Grunde, die Sachen sind bekannt, die sind eigentlich auch den Politikern bekannt. Warum trauen sie sich nicht, da auch in diese Richtung dann was zu tun? Ja, in der Tat, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und das erkennen wir immer daran, dass eben möglichst viele Stolpersteine gerade auch aus der Bundesregierung in Richtung erneuerbare Energien kommen, dass die Verkehrswende überhaupt komplett verschlafen wird, die Emissionen steigen ja da, die müssten eigentlich sinken, wir brauchen kluge Lösungen, gerade in dem Bereich, die Stadtmobilität muss angepasst werden, das haben wir im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen sehr dezidiert dargelegt, auch der Bundesregierung vorgestellt. Also es gibt kein Erkenntnisproblem, zumal ich ja auch im aktuellen Buch ausführlich darlege mit 128 Fragen, die ich beantworte, welche Historie ja wir auch schon hinter uns haben. Also die Zeit der Erkenntnisgewinne ist wirklich lange genug gewesen. Daran kann es nicht mehr liegen, sondern jetzt haben wir ein Umsetzungsproblem. Das heißt, wir müssen auch jetzt konkrete Lösungen erarbeiten. Und da bin ich wieder bei Mondays for Future. Wir müssen uns wirklich hinsetzen, wer ist für welchen Bereich verantwortlich. Es gilt auch für die Bundesregierung. Ich spreche jetzt auch Empfehlungen aus für Unternehmen, für jeden Verein, für jeden Bürger, der sich auch in seiner Familie hinsetzen kann. Aber es gilt auch und gerade für die Bundesregierung, nicht immer mit dem schwarzen Peter-Spiel zu hantieren und die Verantwortlichkeiten von A nach B zu schieben, sondern sich wirklich hinzusetzen. Wir machen einen Plan, wir haben ein Klimaschutzgesetz, jeder ist verantwortlich. Wir brauchen bestimmte Schritte in die richtige Richtung. Die Industrie muss dekarbonisiert werden. Wir brauchen hier wirklich auch Investitionen für eben auch eine, zum Beispiel eine Stahlherstellung, die emissionsfrei funktionieren kann. Wir brauchen eine Mobilität, die auf Elektromobilität im weitesten Sinne setzt. Ausbau der Schieneninfrastruktur, Ausbau der Ladeinfrastruktur. Also die Maßnahmenpläne liegen auf dem Tisch. Man hat auch viele To-Do-Listen. Jetzt gilt es darum, dass man auch von dieser Governance, also dass man auch der Regierung sie verpflichtet, diese Schritte umzusetzen, weil die nächsten 10 Jahre sind entscheidend. Auch in den USA wird das im Moment verstanden. Dort kommt Biden und auch der Klimabeauftragte Kerry, der ganz dezidiert runterbricht, was heißt das jetzt? Wir haben 10 Jahre Zeit. Wir müssen das und das und das tun, raus aus Fossile, rein in Erneuerbare, Verkehrswende, Elektromobilität und so weiter. Und das auch durchdekliniert. Da kann man jetzt mal ablesen, wie auch Governance funktioniert. In Europa haben wir den Green Deal. Auch da sind die Vorgaben klar. Das muss runtergebrochen werden, jetzt auf die einzelnen Bereiche. Und in Deutschland schiebt man immer so den schwarzen Peter von einem Ministerium ins andere. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen hier tatsächlich eine Governance. Wir brauchen auch einen Rahmen, der das ermöglicht und der auch so eine Art Steering Committee, wie in den Unternehmen auch, es muss eine Gruppe von Verantwortlichen geben, die das dann auch entsprechend umsetzt. Und der Weg ist das Ziel, war so ein bisschen in der Vergangenheit. Jetzt muss es heißen, das Ziel ist der Weg. Und das Ziel sind 100% erneuerbare Energien. Das Ziel heißt mindestens 80% Emissionssenkung bis 2035, wenn nicht gar schon früher. Und das Ziel heißt, wir müssen in allen Sektoren wahnsinnig viel tun. Und deswegen können wir uns jetzt noch 10
Jahre mit Studien hier gegenseitig beglücken, aber die Erkenntnisse liegen allesamt auf dem Tisch. Und jetzt muss gehandelt werden und da auch die Lösungen aufzuzeigen, die Chancen aufzuzeigen, die Wege dorthin aufzuzeigen und dann auch gemeinschaftlich vorangehen. Hat nicht die Politik eigentlich auch ein ureigenes Interesse? Weil wenn ich mir jetzt anschaue, dass die USA voll auf Erneuerbare gehen würden, ja, dass wir nicht komplett auch den Anschluss verlieren würden in diesen ganzen Technologiebereichen? Ja, uns droht das, dass wir den Anschluss verlieren. Wir sind super gestartet mit den erneuerbaren Energien, haben die Kosten auch runtergebracht und wir bremsen sie dann im Ausbau aus. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass sie künstlich verteuert werden, dass der Bürger hohe Strompreise zahlen muss und die niedrigen Kosten gar nicht bei ihnen ankommen und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch wirklich volkswirtschaftliche Chancen verspielen, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Also die erneuerbaren Energien schneller auszubauen, stärkt Arbeitsplätze im Land. Also wir haben schon viele Arbeitsplätze verloren, sind wertvolle Industriearbeitsplätze, mehr dürfen wir nicht verlieren. Im Gegenteil, wir müssen es weiter ausbauen. Und auch im Bereich der Verkehrswende. Wir sind ein wichtiger Baustein der deutschen Volkswirtschaft, ist die Autoindustrie und andere Länder machen es jetzt vor, angefangen von Kalifornien, USA, mittlerweile China und so weiter. Alle stellen um, auch auf die Elektromobilität. In Deutschland werden Studien finanziert, um die Elektromobilität schlecht zu reden. Da sind wir wieder bei den Mythen. Dann wieder gefangen, in 10 Jahr, um nochmal 10 Jahre Zeit zu kaufen. Das ist die Motivation dahinter, um eben die Verkehrswende auszubremsen. Und das muss man tatsächlich verhindern, dass wir jetzt nicht noch mehr Zeit vertütern, sondern wirklich in die Puschen kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch erkennt, wenn die Autoindustrie jetzt nicht schnell umsteuert, dass so Arbeitsplätze gefährdet werden. Nicht, also das lange Festhalten an der Vergangenheit, das gefährdet Arbeitsplätze. Es wird dann behauptet, die Verkehrswende kostet Arbeitsplätze, aber das lange Festhalten am Vergangenen. Das können auch gerade in der Autoindustrie neue Jobs entstehen durch die Digitalisierung. In den Bereich der erneuerbaren Energien, die sind auch beschäftigungsintensiver als die konventionellen. Das ist bei der Elektromobilität auch so. Im weitesten Sinne, es geht ja um Mobilitätsdienstleistung. Das heißt, wir werden weniger Fahrzeuge haben. Die Fahrzeuge, die man übrigens genauso baut, wie jetzt also konventionell oder Elektro, aber es geht eben nicht nur darum, den Motor auszutauschen, dass man sagt, die Verkehrswende ist jetzt einfach ein Austausch vom Motor. So funktioniert es nicht, weil wir aus Nachhaltigkeitsgründen sehr viel weniger Individualfahrzeuge, aber sehr viel mehr Individualmobilität brauchen. Und die funktioniert nur mit der Digitalisierung. Und gerade im Bereich der Digitalisierung entstehen enorme Jobs. Und da sind wir jetzt so weit zurück, das merken wir auch im Rahmen von Corona in den Schulen und überall, dass wir da wirklich Nachholbedarf haben. Und wenn jetzt investiert wird, dann auch wirklich in diese Zukunftsbereiche. Dazu gehört die Digitalisierung, dazu gehört die Dezentralisierung der erneuerbaren Energien und dazu gehört im weitesten Sinne dann auch die Industrie, der wir helfen müssen beim Umstieg hin zur Dekarbonisierung. Und so entstehen dauerhaft nachhaltige Jobs, Beschäftigungseffekte, die deutsche Volkswirtschaft insgesamt sehr stark stärkt. Ja, es ist ein total tolles Thema. Also nicht nur, dass das ganze Energiesystem besser und effizienter wird und insgesamt, dass für die Volkswirtschaft auch wirtschaftlich sinnvoll wäre, so etwas zu tun. Also ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren bei mir. Und ich kann nur sagen, kauft euch dieses Buch. Lest dieses Buch, schreibt mir bitte auch mal in die Kommentare, wie ihr das Buch findet oder fandet, auch wie ihr das Interview fandet, über welche Dinge man vielleicht in der Zukunft auch nochmal sprechen sollte, weil also diese Themen werden ja, glaube ich, noch brisanter werden in der Zukunft oder sind es jetzt schon. Und immer wenn Sie mal was Neues haben, worüber wir sprechen sollen, Frau Kempfert, gerne, dann sind Sie herzlich eingeladen, hier auch nochmal ein bisschen Werbung für sich einzufordern, weil das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich glaube auch den Zuschauern würde das gefallen. Toll, dass Sie sich so einsetzen. Ich werde Sie hier versuchen, mit allen Mitteln zu unterstützen, dass wir jedes Dach mit Solar vorlegen können in den nächsten paar Jahren. Da kämpfe ich ja für und jeder Balkon ein Balkonkraftwerk bekommt. Und da zu dem Thema, ich verschenke Balkonkraftwerke, ihr könnt euch weiterhin auch bewerben bei mir an kontakt@moneyforfuture.com und dann wollen wir
den Leuten bei Konkrawerke schenken. Aber wir können hier auch ein bisschen sammeln. Also jeder PayPal-Euro, der hier ankommt, der wird dann verschenkt. Alles, was ihr mir bei PayPal zukommen lasst, das packen wir dann in bei Konkrawerke und verschenken dann noch mehr bei Konkrawerke. Deswegen spendet da gerne hin. Und Dankeschön, dass Sie hier waren. Lest dieses Buch, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und Frau Kempfert, ich habe zu danken und ich möchte Ihnen auch mal danken dafür, dass Sie sich so einsetzen hier für die Energiewende und auch für diese Informationen, die wir hier ins Volk bringen müssen und wollen, dass Sie sich hier so engagieren. Einfach Dankeschön. Das ist richtig, richtig toll. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Den Dank gebe ich auch gern zurück. Also gerade die Wissenschaftsvermittlung, das ist ja das, was wir machen. Ich persönlich jetzt schon seit über 20 Jahren, aber dass man auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr versteht, die nicht neu sind, aber die auch deutlich zu machen, da freue ich mich auch über solche Formate, wie Sie sie anbieten, dass auch sehr viele Menschen den Zugang bekommen zu dem Wissen, den wir auch generieren. Und da können wir nur sehr deutlich sagen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu haben sich nicht geändert. Eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien lohnt sich allemal und da müssen wir jetzt gemeinschaftlich ran. Und da würde ich mich freuen, wenn auch viele Zuschauer da Ideen haben, wie man sich da einbringen kann, ganz im Sinne von Mondays for Future. Also danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke schön. Also, danke schön, bis bald. Ciao. Ciao.